Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Zone of the Enders, The First of Mars. So, wir haben gerade Kapitel 2 abgeschlossen und sind nun wieder auf unserem, na, wie mag man es nennen, Pausenbildschirm, Zwischenbildschirm, ja. Wir können nun also in die Werkstatt gehen und unsere Fahrzeuge aufrüsten. Ford Lab. Hier können wir die HP und die Panzerung unserer Fahrzeuge erhöhen. Das kostet alles Geld. Hier können wir unsere Waffen aufrüsten. Das tun wir doch auch mal für Caliburnus. Was setzen wir hier am meisten ein? Ich glaube, das war der W-Beam Cannon. Deshalb werten wir sie um eine Stufe auf. Kostet 1000 Cash. 1000 haben wir noch. Dann schauen wir mal bei 13. Long Rifle ist das, was wir meiner Meinung nach am meisten einsetzen. Also werten wir auch den erst einmal auf und sind damit nun erstmal pleite. Gut. Parts. Da gucken wir mal für den guten Phil. Ein Reparaturkit. 50% HP werden zurückgewonnen. Das kriegt er doch mal mit. Okay. Und dann ab zur nächsten Stage. Nächstes Level. BIS, Versteck. Oh, ich hätte nie gedacht, dass dieser Ort existiert. Gut geschlafen? Oh, guten Morgen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich noch gar nicht vorgestellt habe. Ich bin Cage, richtig? Das Mädchen ist Miona. Und derjenige, der euch beide gerettet hat, war Ares. Wie? Ach ja, sie haben uns reden hören. Ich habe allen von euch erzählt. Ihr braucht also von nichts Angst zu haben. Das hier ist das Hauptquartier der Anti-Erde, Anti-Erde-Liga. BIS. Oder BIS. Solange ihr hier seid, habt ihr von den UNFS nichts zu befürchten. Ach, so ist das also. Dann sind sie also ein Terrorist? Eigentlich mag ich solche Schubladendenken gar nicht. Aber vom Standpunkt eines Erdlings muss es wohl so aussehen. Ach du lieber Himmel, was soll ich nur tun? Eigentlich machen die gar keinen üblen Eindruck. Aber Ares sagt immer, man soll nicht nach dem ersten Eindruck gehen. Cage, stimmt's? Sowas solltest du vielleicht nicht unbedingt laut sagen. Was, habe ich etwa laut geredet? Jupp. Und laut und deutlich. Oh, Guten Morgen! Alle sind hier so früh auf. Guten Morgen, Prinzessin. Gut geschlafen? Ja, danke. Was geht ab? Du bist spät dran. Du pennst zu viel. Mr. Marx, immer so muffelig. Soll ich dich wieder K.O. schlagen? Leider hat mir meine Oma beigebracht, dass man Mädchen nicht hauen darf. Ach, jetzt bin ich also ein Mädchen. Schon kapiert. In dem Fall... Au, wofür war das denn? Was hast du denn mit deiner Faust vor? Sonderlich treu bist du deinen Prinzipien aber nicht, oder? Aua, was soll das denn jetzt? Ich habe meine Prinzipien gerade etwas ergänzt und beschlossen, wer nur von den äußeren Merkmalen her ein Mädchen ist, gilt nicht als solches. Ja, dir werde ich's zeigen. Guten Morgen, Cage. So, das ist eine oder an... Was? So, das eine oder andere, aber vielleicht ein andermal, Mr. Resmore. Hallo, Ares. Darf ich Ares zu dir sagen? Ich bin Sammy. Sammy Shelbro. Schön, dich kennenzulernen. Hast du gut geschlafen? Mr. Dexon, ich habe mich hier auf eigene Faust mal ein bisschen umgesehen. Das ist wirklich alles sehr beeindruckend. Verdammt! Der hat mich ja gerade fett abfahren lassen. Was soll's? Hab mir sowieso nichts davon versprochen. Vielen Dank, das hört man gern. Wo ist denn der blonde Junge von gestern? Oh, Mr. Philbright, hä? Er macht gerade einige Besorgungen, aber er kommt... ihr könnt euch später bekannt machen. Da unsere drei Gäste nun alle da sind, würde ich mich gerne ein bisschen unterhalten. Du liebe Güte, du liebe Güte, du liebe Güte. Boss, wir haben einen Notfall. Wenn man vom Teufel spricht, schon wieder da? Wie geht es Yukito?
Ach, es ging ihm sehr gut und... Aber das wollte ich doch gar nicht erzählen. Wir haben einen Notfall. Die UNSF durchsuchen das Hospital. Oder das Hospital. Haben Sie herausgefunden, dass er dort ist? Das gefällt mir nicht. Nee, aber überhaupt nicht. Darüber brauchen wir uns im Moment keine Sorgen machen. Zwei Männer haben Sie nämlich völlig übersehen. Mr. Yukito und mich. Männer? Er ist ein... Er? Und ich war sicher, er sei ein Mädchen. Hoppla. Konzentrier dich wieder. Ihr Interesse am Hospital... jetzt habe ich Ihnen auch schon Frauenstimmen gegeben. Ihr Interesse am Hospital scheint mit einem neuen Medikament zusammen zu hängen, das die Patienten in kritischem Zustand verabreichen. Sie wollen es also stehlen und zu einem höheren Preis verkaufen. Ich weiß nur einer, der sowas täte. Netten Nochem. Dieser widerliche Schwachkopf mit dem mächtigen Freund im Rücken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Komm, wir müssen los. Cage, ich hätte dich gerne zur Unterstützung dabei. Mich? Okay. Zack, da wird die Reiseroute angegeben. Und ab geht die wilde Fahrt. Kapitel 3. Leider kann man nicht lesen, welches Kapitel dies denn nun genau ist, aber es ist 3. Ned? Hey, ich... Oh Gott, was gebe ich denen für eine Stimme? Der sieht so freakig aus. Hey, ich weiß, dass der Terrorist da drin ist. Gibt ihn raus. Gibt ihn mir raus. So jemanden gibt es hier nicht. Außerdem, selbst wenn es so wäre, würde ich einen Patienten nicht ausliefern. Bitte gehen Sie. Wen haben Sie denn da? Wen haben wir denn da? Die haben hier ein paar richtig schnucklige Torten als Krankenschwestern hier. Das solltet ihr ausnutzen. Na los, amüsiert euch ein bisschen. Was tun Sie denn da? Immer schön ruhig bleiben. Ruhig, Alter. Sobald sie bringen, was wir suchen, sind wir auch schon wieder weg. Je nachdem, wie nett die Süßen zu meinen Jungs sind. Sie Drecksack, ich sagte, hören Sie sofort damit auf. Das hier ist mein Krankenhaus und ich dulde nicht... Nicht in diesem Ton, ja? Wir sind gerade erst aus dem Weltraum zurück und wir sind wirklich müde. Sie verstehen, wir wollen bloß von ein paar Schnecken in Weiß ein bisschen verwöhnt werden. Nur ein bisschen verwöhnen, mehr nicht. Hören Sie auf mit dem Blödsinn. Da drüben ist ein Patient, der das hier dringend braucht. Und was habe ich damit zu tun? Das verflixte Ding funktioniert nicht. Warum wohl nicht? Noch ein bisschen nachdenken. Ach, ich weiß. Es ist kaputt. Was soll's? Ach, tatsächlich? Sie haben recht. Da ist wirklich etwas nicht in Ordnung. Das geht nicht. Das müssen wir so bald wie möglich in Ordnung bringen. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Wo sind Sie denn auf einmal hergekommen? So etwas Übles habe ich ja noch nie gesehen. Keine Sorge, das bringe ich schon in Ordnung. Das könnte... Nein, das wird ganz bestimmt wehtun. Ah, sieht nach einem fetten Arschtritt aus. Ups, sorry, ich bin selbst noch nicht lange gesund. Und meine Selbstkontrolle ist noch nicht ganz, was sie mal war. Sie haben es hier mit dem UNSF, mit der UNSF zu tun. Das wird Ihnen noch leid tun. Och, ich dachte, ein Tritt würde die Sache in Ordnung bringen. Aber da ist nichts mehr zu machen. Tja, soweit dazu. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Raffinesse war ja noch nie deine Stärke, Yukito. Stimmt's? Jetzt ist nicht Zeit, sich friedlich auszuruhen. Wer sind Sie? Na egal, vielen Dank Ihnen beiden. Jetzt muss ich diese Medizin ins Hospital bringen. Es ist sehr gut möglich, dass Sie schon beim Krankenhaus warten. Wenn Sie uns das anvertrauen würden, wir liefern es gerne für Sie aus. Vertrauen Sie uns. Sind Sie zufällig? Ja, bitte nehmen Sie es. Danke, keine Angst. Wir sorgen dafür, dass es sicher ins Hospital geliefert wird. Und Sie suchen sich am besten ein sicheres Versteck. Ich verlasse mich auf Sie, dass Sie es sicher abliefern. Es warten schon viele Patienten darauf. Was sind Sie? Wir sind keine Terroristen. Ich wollte, dass du dich selbst davon überzeugst. Sieh her, Sie führen eine Razzia im Hospital durch, verhindern die Verteilung der Medikamente und gefährden die Gesundheit der Patienten, die Sie brauchen. Darum benötige ich eure Hilfe. Ihr könnt etwas dagegen tun. Cage, lass uns Ihnen helfen. Sie haben uns gerettet.
Also sind wir jetzt dran, jemanden zu retten. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht gut, was die Erdlinge hier machen. Ihr habt recht. Wenn wir uns alle einig sind, okay, ich weiß nicht, ob ich etwas dabei tun kann, aber ich werde es gerne versuchen. Das ist ja großartig. Danke. Also? Boss, der Depp ist nirgends zu finden. Ich habe Rasma gebeten, sich um etwas anderes zu kümmern. Wir müssen uns jetzt zuallererst darum kümmern, das Hospital zu befreien und seine Sicherheit wiederherzustellen. Komm, wir müssen die Medizin zustellen. Bring die Labs weg. Was ist das für ein Lärm da draußen? Damit werden meine Leute schon fertig. Ich kenne mich hier, kann mich hier ruhig etwas amüsieren. Ja, und damit geht auch schon wieder ein spannender Kampf los. Aber bevor wir uns in das Kampfgetümmel stürzen, mache ich einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder.